wollte halt normal arbeiten, aber mein Lehrer hat immer gesagt, wegen der Schule ist es so schwer für dich. Und dann kam es, dass ich zur Schlagerstiftung komme. Dann hat der Herr Dies hier eine Stelle gefunden zum Praktikum. Und dann wurde ich halt übernommen. Das ist richtig cool, ich komme gerne hin. Wir haben bei uns im Moment in den Bereichen im Getränkeabteilung und im Leergut jemanden. Dann haben wir zwei Mitarbeiterinnen bei uns in der Spülküche. Als der Herr Dies von der EWIM damals auf mich zukam, hatte ich im Prinzip dann auch sofort mich entschieden gehabt, diesem Projekt dann zuzustimmen. Ich bin ein Bauchmensch und habe gesagt, das ist das, was wir im Prinzip noch machen sollten. Ja, das Projekt mit EWIM läuft sehr gut. Die Zusammenarbeit läuft intensiv, läuft sehr unkompliziert und ist für viele Menschen eine gute Möglichkeit für den Einstieg in Berufsleben. Also ich habe hier total viel gelernt. Ich kann die Paletten alleine machen, Kühlschrank alleine machen. Ich kann halt fast alles. Das macht mich stolz. Wir sehen uns als eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Also ein bunter Mix an Gesellschaft wird ja nicht nur draußen, in Anführungszeichen außerhalb des Marktes gelebt, sondern findet auch hier vor Ort statt. Mir macht es hier Spaß, die Leute sind nett, die Mitarbeiter sind freundlich. Also ich bedanke mich, dass ich hier arbeiten darf.